Hi, hi, guten Morgen. Ja, heute ist ein super Morgen und ich möchte, dass es für jeden, der dieses Video sieht, auch ein super Morgen ist. Es ist ein super Morgen mit wieder so viel Klarheit, so viel Erkenntnissen, so viel Beschränkungen wahrgenommen, abgelöst, abgetragen. Was heißt das? Erweiterung, größer werden, sich ausdehnen. Und ich habe mir gedacht, solange ich hier warte auf meinen Sohn, schicke ich euch noch eine tägliche Inspiration, dass das eben genau das ist, wofür wir Menschen hier auf dieser Welt sind, um unsere Beschränkungen, die einzig und allein in unserem Kopf, in unseren Vorstellungen, in unseren Überzeugungen entstehen, um diese zu entlarven und abzutragen und diesen göttlichen Mind, Divine Mind, wie ich sage, zu erkennen, zu erlernen, wieder zu aktivieren. Ich will nicht mal sagen implementieren, weil er ist in uns. Es ist alles schon in uns. Wir müssen es reaktivieren. Wir müssen lernen, dass es da ist. Wir müssen es kennenlernen und dann sehen, wie es sich anfühlt für uns als diese unbeschränkten Wesen hier, tatsächlich zu erkennen, dass wir jedes und alles kreieren durch unsere Vorstellung, durch unsere Wahrnehmung. Und Wahrnehmung ist Bewusstsein. Und da deswegen sind wir reines Bewusstsein, aus dem sich die Dinge materialisieren. Und das hauptsächliche Werkzeug, um mit unserem Bewusstsein zu arbeiten, sind nun mal unsere Gedanken, unsere Ansichten, unsere Überzeugungen, alles, was wir wahrnehmen. Und wenn ich eine Person, ich gebe dir jetzt ein kurzes Beispiel, wenn ich eine Person wahrnehme und sage, wie kann die nur, wieso macht sie das nur, wieso, wie kann man seinen Job so machen, wie kann man so Entscheidungen treffen, dann kannst du wahrnehmen, dass dies ein Selbstgespräch ist. Auch wenn du scheinbar mit einer anderen Person sprichst, ist es ein Selbstgespräch, das zeigt, was in deinem Bewusstsein gerade vor sich geht. Dass du eine Überzeugung hast, dass Menschen minder sind, dass sie schlecht sind, dass sie Dinge falsch machen und so weiter und so fort. Und das bedeutet wiederum, dass du diese Überzeugung über dich selbst trägst. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön, diese Wahrnehmung. Aber es ist ein Fakt, dass du nur etwas, was aus dir heraus, eine Vorstellung, die in dir aktiv und wach ist, auf andere projizieren kannst. Und dadurch, dass du das erkennen kannst, dass es sozusagen Selbstgespräche sind oder wie Neil Donald Walsh sagt, Gespräche mit Gott. Wenn du mit Gott sprichst, würdest du ja nie sagen, boah, wie schlecht ist die, wie kann die sowas machen, wie kann die so Entscheidungen treffen, sondern Gott, mit Gott würdest du anders reden. Und mit dieser göttlichen Version von jeder Person darfst du reden und gleichzeitig aktivierst du deinen Divine Mind, deine göttliche Perspektive in dir, die heilt, die alles kreiert aus dem Besten und aus dem Schönsten. Und das bedeutet, du darfst jederzeit revidieren und sagen, oh, sie macht alles nach ihrem besten Wissen und Gewissen. Sie bemüht sich, sie ist eine Person, die richtig gut arbeitet, weil sie dabei ist, alles so zu managen aus ihren höchsten und besten Kräften. Punkt. Und gleichzeitig heißt das für dich, du erkennst auch für dich an, dass du eine Person aus den besten, höchsten Beweggründen, aus ganzem vollem Herzen deine Sachen, deine Anliegen tust. Und schon hast du diese Reflexion für dich geändert und schon gibst du dir selber die Erlaubnis, all deine Großartigkeit und deine Größe anzuerkennen, obwohl du sie vielleicht gerade im Außen, in Taten und so weiter und so fort nicht siehst. Und das ist Divine Mind. Und diesen Divine Mind zu aktivieren und immer wieder zu sehen und zu erkennen, was du in dir kreierst und outpusht und auch dir
die Erlaubnis geben zu können, dass du es jeden Moment verändern kannst, macht dich so machtvoll, macht dich so kraftvoll. Und du bringst all diese Liebe endlich raus in diese Welt, die du in dir trägst und die du dir so sehr wünschst, wo aber dein Verstand immer wieder die Haken und die Bremsen reinsetzt und dir quasi deine Limitierungen einreden möchte, die nicht existieren. Und wie dieser Divine Mind funktioniert, wie du den managst, wie du den rausholst, wie du den erkennst, wie du den anerkennst, das bringe ich dir bei in der Mastermind Divine Mind. Und dann hast du alle Basics, die du brauchst, um alles zu kreieren, was du möchtest. Um in jedem Bereich deines Lebens die Fülle zu erkennen, die Fülle zu kreieren und sie für dich zu manifestieren, also materialisieren, sichtbar machen, anfassbar zu machen. Aber es fängt alles nur in dir an. Und da gibt es keine Bedingungen, da gibt es keine Techniken, da gibt es keine Meditationen, die du machen musst, da musst du nichts unterschreiben, da musst du einzig und allein sagen, ich weiß oder ich ahne irgendwo, dass ich so gut bin, dass ich so geliebt bin, dass ich so perfekt bin und dass mir alles Perfekte im Außen auch zusteht. Und wenn du diese Ahnung hast, dann kann ich dir nur anraten, gehe den Weg für dich und nicht für dein Geld, nicht für dein Business, nicht für deinen Seelenpartner, sondern für dich, weil aus dir heraus als logische Konsequenz dann dein Geld, dein Business, dein Traumjob, dein Seelenpartner, alles aus dir heraus entstehen kann. Aber diesen Raum in dir musst du eröffnen. Und ich habe auch mal gesprochen, du musst dein Herz reinigen, diesen Raum eröffnen, den Raum, den du erschaffst, der muss neu sein, der muss sauber sein. Da dürfen keine alten Verletzungen, alten Geschichten, alten Stories, alten Ängsten rein in diesen Raum. Wenn du einen Raum der Liebe, der Schönheit, der Fülle erschaffen möchtest, dann raus mit dem alten Bullshit, raus mit den Stories, raus mit den Überzeugungen, die dir nicht dienlich sind. Räum auf, putzen. Der Hund der Bi. Der Hund ist der Bi. Genau, das ist meine Ansage an dich. Du kannst, mein Sohnemann ist jetzt hier fertig, du kannst mich anschreiben, du kannst Testimonials haben, du kannst alle Ladies, die im Mastermind, im Master of Divine Creation Mind sind, alle werden dir Antworten geben. Ich werde hier auch noch Sachen posten. Aber ich kann dir nur einen Rat geben. Geh für dich. Es lohnt sich sowas von. Happy Day. Ciao.